einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Geht weiter nach meinem Urlaub. Ich hatte die letzte Woche frei. Montags war zu, weil dienstags Feiertag war bei uns in Rheinland-Pfalz. Jetzt ist heute Mittwoch. Erster Arbeitstag wieder quasi. Der Urlaub war dringend nötig und was ich so höre, war es sehr gut, dass ich nicht da war. Jetzt heute Morgen fahre ich nach Landstuhl. Dann weiß ich noch nicht, was ich lade. Ich lade einen Bagger für die Firma Strabag. Das weiß ich, aber ich habe keine Ahnung was. Und er geht auf den Einsiedlerhof bei Kaiserslautern. Punkt 8 Uhr, ich habe jetzt geladen. Ich will mal gucken, jetzt soll die Autobahn gesperrt sein, ich weiß es nicht. Oder die Autobahn, die Ausfahrt. Geladen habe ich übrigens einen R926. Mit zwei Löffeln. Das war noch nicht so klar, weil das ist ein Gerät aus dem Mietpark. Normalerweise bekommen wir dann einen Auftrag eben vom Mietpark, aber das war wohl, irgendwie haben das unsere Chefs unter sich ausgemacht. Also genau. Ich hab leer. Sorry, die Kamera ging nicht. Ich weiß nicht warum. Ich stehe hier mitten auf dem neuen Geisel, der mal Richtung Eppes führt. Oder Richtung Weilerbacher Krankenhaus. Da stehe ich mitten drauf. Schon wieder zu warm hier. Komm her. Oh. So, bin hier gerade bei mir in der Halle, hab gerade umgesattelt. Die Dreiachse jetzt wieder draufhängen. Gerade jetzt einen von den Radbaggern hier. Ich denke, der linke. Der erste Bagger werde ich laden. Fahre ich noch schnell rüber, hole den Löffel. Ist das der alte oder ist das der alte? Gerade wer fragt. Das hier ist der neue. Das hier ist der neue 29, ne? Ich meine eigentlich. Ja, das hier ist der neue. Hat nämlich das verstellbare Gitter und das hat der andere nicht. Bei dem kannst du das Gitter vorne ganze vorklappen oder wegklappen. Wie auch immer. So. Den Radbagger, der da drin steht, den nehme ich. Den lade ich.
über mein Haupt. Ich habe mal wieder vergessen zu filmen. Ich bin hier gerade in Ramstein. Bin leer. Der Bagger steht hier rechts. So, hier vorne steht der Bagger. Greiferlöffel und Tieflöffel. Wieder alles gemanagt kriegen hier.
Thank you.
mehr erwartet, meine Sattellast. Jetzt hoch auf 8, auf 8,6. Wie gesagt, ich hätte jetzt weitaus mehr erwartet, da ich die beiden Löffel vorne liegen habe.
gesehen haben, ich habe den Bagger, der hier vorne mit dem Löffel dran, abgeladen, habe die Planierraube, die 724, geladen und die bringe ich jetzt noch runter nach Hockenhausen auf unseren RC-Platz. So, mal wieder ganz schlau. Ich weiß nicht warum. Ich denke, das hat doch mit dem Alter zu tun. Bin jetzt hier leer in Hockenhausen. Darf jetzt auch Feierabend machen. Gucke, dass ich nicht so durch die ganze Pampas fahre. Hinten will ich nicht durchfahren, da will ich auch nicht durch. Ich glaube, ich drehe hier. Das sieht noch recht trocken aus. Gar nicht lange her, da war der Platz voll. Da konntest du wirklich nur zwischen der Haube fahren. Das ist ein, ich glaube, es war ein Mobilbagger irgendwo vom Saarland nach Landstuhl zurück.